Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu Bioshock. Ich weiß gar nicht, ob wir letztens das Foto geschossen haben. Ich werde mal gucken, ob wir das hier einsetzen können, und es sieht entsprechend aus. Wieder was geschenkt? Nö. Schade. Okay. Was kommt jetzt als nächstes? Der wird es mir bestimmt gleich sagen. Könnten wir vielleicht mal hacken, oder? Guck mal. Komm, guck an. Nee. Wir sparen uns das mal lieber. Bisschen nachladen hier. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir jetzt haben. Steht das hier irgendwo? Na, steht das hier? Ja. 262, okay. Da könnten wir eigentlich schon wieder shoppen gehen. Ich guck mich mal um. Ich weiß ja jetzt nicht, wohin wir sollen. Da waren wir auf jeden Fall schon drin. Okay. Ist hier was drin? Nö. Ach, guck mal. Sehr gut. Oh, was denn hier passiert? Da ist ein Medikit drin. Können wir uns hier auch nicht rausnehmen. Ja, hier waren wir auch schon. Hier gab es aber Saves, ne? Ich erinnere mich. Was Schönes drin. Ja. Was? Okay, hier rennt ein Splicer rum. Ein Houdini-Splicer, um genau zu sein. Hier lief ein Houdini-Splicer rum. Enzymprobe. Mhm. Die haben wir auch schon. Gut, gehen wir wieder raus. Vielleicht finden wir mit der Zeit noch ein paar Auto-Hacker. Oder können die uns selber bauen? Ist das nicht so eine Station? Nee, das ist eine Genbank. Hier können wir ein bisschen was kaufen. Sehr schön. Willkommen im Zirkus der Welt. Aber keine Eve-Spritzen leider. Hier können wir Auto-Hacker kaufen. Cool. Wie sieht's mit Hacken? Ach du Scheiße. Wo sollen wir denn jetzt weiter? Bam. Wo kommen die nur alle immer her? Da denkt man, man hat alle erledigt, weißt du? Wohin muss ich denn jetzt? Ah, da war's. Silas Kopp. Findest du, Meisterwerks tötet. Guck mal, früher auf dem Laden namens Rapture Records. Aha. Poseidon Plaza Rapture Records. Du bist in den... Okay, da schauen wir uns mal um, wo der Laden ist. Rapture Metro. Schauen wir mal hier hinten. 5, 6, 7, 8. Poseidon Plaza. Ach, das war das nicht der? Wir hatten den doch schon tot gemacht. Oder täusche ich mich da? Da kommt doch auch das Bild her. Vielleicht haben wir aber auch vergessen, ein Foto zu machen. Poseidon Plaza. Hier müssen wir doch hin, oder? Ich hab mich im Griff, wenn es sein muss. So? So nicht, Kollege. So nicht.
Jetzt gehen langsam die Eve-Spritzen aus. Hier gibt's Muni. Vielleicht können wir hier nochmal schauen. Hallo! Jawohl! Kann man eigentlich das hier mal mitnehmen? Zweimal. Ja, und den Rest lassen wir erstmal. So, das ist nicht. Das ist wieder ein Big Daddy. Ah, guck mal. Autohecke können wir uns leider nicht bauen. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Schade. Wie viel brauchen wir denn hier noch? Eine brauchen wir noch. Okay. Da holt die sich bestimmt gleich, aber dabei schauen wir uns hier mal um. Eve's Garden. Hier ist es nicht. Waren wir hier eigentlich schon drin? Nö. Hier waren wir nicht. Okay. Die guten Menschen von Rapture sind nicht hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen, wie wir Geschäfte schließen und deren Besitzer umbringen. Nicht mal solche üblen Schurken wie Fontaine. Aber er hat es sich selbst eingebrockt. Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige im Kugelhagel untergehen. Für wen hält er sich? Für John Wayne oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen. Wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Wir suchen Fontaines Testament und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugute kommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben, nämlich in unseren. Okay, hier kommen wir leider nicht weiter. Müssen wir uns hier mal weiter umschauen. Das ist es auch nicht. Das ist auch nicht. Ah. Okay, muss ich mal schauen, was haben wir denn hier? Feines. Drohnisches Brot auch noch viermal. Hier haben wir gar nichts mehr. Shit. Ich weiß nicht, ob das hier was bringt. Brandbolzen oder Fallenbolzen. Das sind die Stromteile, ne? Ah, ja. Au! Genau. Okay, wir kümmern uns mal um den Big Daddy. Wo ist er denn? Da oben. So. Dann nehmen wir mal sowas. Hier nochmal sowas. Ich darf natürlich nicht in meine eigene Falle reinlaufen. Und ich hätte vielleicht was andersrum machen sollen. Na gut. Kommen wir denn da unten durch? Ja. Ja, aber dort wird's nichts. Hm. Nee, das wird hier nichts, okay. Ne, da läuft uns schon noch mal über den Weg, da können wir den da reinlocken. Ja, wir suchen immer noch Records. Irgendwas. Aber ich finde hier gar nichts. Warum schleicht denn der? Der soll nicht schleichen. Hallo? Ah, jetzt. Hm. Natürlich nochmal hier oben schauen. Dann werden wir verfolgt. Ach ja, von dem Licht da, ne? Rechtschaffenes Rapture. Wir alle haben Rechnungen zu bezahlen. Meine Sammlung ist nur komplett. Bald werden wir sehen, wie der wahre Künstler ist. Verständlich. Aber sag dem alten Aasgeier! Seine Musik ist auch nicht mehr das, was sie mal war! Verhalten Sie sich vernünftig und Sie ersparen sich Schwierigkeiten. Hier drinnen ist er irgendwo. Da sitzt er, oder? Zumindest sieht so aus, als würde da jemand sitzen. Ich gucke hier nochmal ganz schnell.
ist kein Musiker. Er ist Ryans Stalljunge. Ryans korrupte Politik scheißt alles voll. Und Cohen rennt rum und beseitigt den Dreck, wo er kann. Aber anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen wie jeder andere Knecht, säubert Cohen die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal, wie schön es auch klingt, bist an dem Cohen's Geruch Puppen, von dem, Junge? Was er wegputzt. Ich hab was für diesen Vogel! Der wollte uns eine Falle stellen, der Sack. Bleib ein bisschen bei meinen Kätzchen, Süßer! Moment. Ach, fuck, ich komme hier gar nicht mehr hoch. Geht's nicht zurück? Komm wieder nicht hoch. Nee, hier kommen wir nicht hoch. Wie soll ich denn jetzt zurückkommen? Kann man das wer sagen? Was ist denn das hier überhaupt alles? Cohen, Ryan! Zwei dumme Jungs, die sich gegenseitig ans Bein pissen! Jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Steht das hier nochmal? Nee. Ach ja, guck an. Da liegt gleich ein Medipack. Sehr gut. Meine Kätzchen! Du hast meine ganzen Babys umgebracht! Au, verdammt, ich dachte, der wirft hier. Au! Was? Wieso ich? Warum? Das hat er gar nichts gemacht. Die sind ein bisschen verbuggt hier, ne? Hab ich das Gefühl. Toll, jetzt muss ich erstmal wieder zurücklaufen. Na, ich hoffe, wir kriegen den in der Folge down. In die Richtung, ja. Ich hab sie nicht angefangen! Nicht mal was dabei. Was ist das denn? Komm schon! Das war eigentlich für den Big Daddy gedacht, aber gut. So, ich hoffe, der ist nicht mehr so aggro. Ach, guck mal. Antipersonenkugel. Ja. So einfach geht's. Aber ich glaube, so gefällt er mir besser. Mach jetzt das verdammte Foto. Zack, zack. Das ist auch ein schönes Bild. Ach schön, das ist ein Meisterwerk. Meisterwerk. So, jetzt sollten wir vielleicht aber erstmal den Big Daddy suchen. Wir müssen hier auch nochmal runter. Und ich höre den schon. Wo ist denn der? Wo bist du? Oder machen wir das vielleicht erst in der nächsten Folge? Oh, dann gehe ich erstmal hier runter. Hol mir erstmal hier, was mir zusteht. Verbandskästen. Ach schön, wir werden jetzt wieder mit Verbandskästen zugeschmissen. Aber nicht mit E-Spritzen. Die bräuchten wir auf jeden Fall noch. Und Verbandskästen ist alles schon wieder voll. Geil. Was? Kassette? Ach da. $2. Sehr gut. Ja, ansonsten war es das schon wieder, ne? Gab es hier dann doch nicht zu holen. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück.
Beziehungsweise wir machen weiter in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.